Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Ja, wie ihr schon im Namen seht, habe ich jetzt die Schnauze voll. Ich höre auf. Ich mag einfach nicht mehr. Und was sie jetzt damit auf sich hat, das seht ihr jetzt danach. Was kann ich denn meinen? Ja, also ich höre nicht mit der Fotografie auf, falls der eine oder andere das dachte. Nee. Ich höre jetzt auf, meine Fotos out of cam zu machen. Ich habe mir immer ein bisschen gegen Bildbearbeitung gewehrt und gesagt, ja komm, Bildbearbeitung braucht man nicht unbedingt zwingenderweise. Bildbearbeitung gibt es, seitdem es die Fotografie gibt. Sei es jetzt allein nur, wenn man eine Fotografie oder ein Negativ in verschiedenen Größen abbildet, Details rauszieht, das ist auch eine Form der Bildbearbeitung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in RAW fotografieren, müssen wir das ja wieder umwandeln in JPEG oder in ein anderes Format. Und das ist ja auch schon eine Bildbearbeitung. Das reicht ja schon allein schon, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein schönes Bild hat, schön in Farbe und das einfach in ein monochromes Bild umwandelt, beziehungsweise halt in ein Schwarz-Weiß-Bild oder in ein Sepia-Bild oder Filter draufsetzt oder da ein bisschen an der Schärfe rumbastelt, das ist alles Bildbearbeitung. Und natürlich kann man Bildbearbeitung auch übertreiben, man kann auch richtig kreativ sein, sei es so Composings oder so, gerade der Pavel Kaplun, der ist ja wirklich ein Meister da drin und auch der Micho natürlich, ich hoffe ihr seht es, also ich bin absolut der Fan von euch zwei. Und ja, Bildbearbeitung, wie gesagt, ich starte jetzt mit der Bildbearbeitung und habe mich auch schon ein bisschen so in die Programme reingefuchst. Es gibt ja unzählige Programme, es gibt kostenlose Programme, es gibt kostenpflichtige Programme und von der Seite her habe ich mich da in die einen oder anderen reingefuchst und das günstigste und das, was jeder hat, der einen PC hat, zumindest mal einen Windows-PC, der hat das gleich vorinstalliert und dazu nehme ich euch mal ganz kurz mit auf meinen Rechner. Ja, wie ihr sehen könnt, seid ihr jetzt bei mir auf dem Desktop drauf. Also ich habe natürlich neben hier den normalen Programmen wie Photoshop, Lightroom, auch noch hier, wo sind wir denn da, das Luminar 2018 Express, aber es geht jetzt hier um etwas ganz anderes. Ich habe jetzt hier einen Ordner vorbereitet, gell, da habe ich hier ein Autofoto, gell, und um was es jetzt geht, das Programm, was wir jetzt bearbeiten, also das Bild ist schon mal bearbeitet, man sieht es ja auch hier schon, das Nummernschild wurde weggemacht, es wurde ein bisschen die Farben ein bisschen erhöht. Aber wir wollen das jetzt ganz einfach machen, weil ihr habt es hier nämlich in diesem Windows-Fotoprogramm, sage ich jetzt mal, einfach eine Leiste mit Bearbeiten und Erstellen. Da könnt ihr es bearbeiten, da könnt ihr kreativ ein bisschen was zeichnen, 3D-Effekte hinzufügen, animierten Text oder auch ein Video mit Musik erstellen und alles drum und dran. Aber die, sage ich mal, von Zeichnen bis Video und so, das interessiert uns jetzt nicht. Wir gehen jetzt einfach nur um die schnelle Bearbeitung. Dazu öffne ich jetzt das Bild. Hier seht ihr es. So, dann kann man hier in erster Linie mal ausrichten. Und das finde ich ein ganz cooles Feature hier. Das geht nämlich so simpel. Man hat hier, wie ihr seht, ein wunderbares Gitterraster. Und das Auto ist ja leicht schief, aber das können wir nämlich jetzt auch begradigen. Gut, so sieht es gar nicht schlecht aus. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Aufnahme schief war, sondern das Auto stand einfach so da. Und ja, sieht schon mal ganz gut aus. Man kann es natürlich auch jetzt spiegeln, wenn man will. Man kann es drehen, wenn man möchte. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber wir lassen es jetzt ganz einfach, ganz normal. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ja, der Bildausschnitt gefällt mir nicht so gut, dann kann ich hier über diese Punkte hier den Bildausschnitt verändern. Und naja, das ist jetzt nur mal so zum Zeigen gewesen, aber wir lassen das jetzt im normalen Bereich. Das Seitenverhältnis ist in dem Fall original gewesen, wie ihr hier auch seht, aber ihr könnt es auch ändern, indem ihr sagt, gut, okay, wir machen jetzt entweder ein quadratisches Bild oder ein 7:5 Bild etc., aber wir lassen es beim Original. Gell? Begradigt wurde es, Seitenverhältnisse stimmen, spiegeln brauchen wir es nicht, wunderbar. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das sind die Filter.
Also da sind einige hier schon vorgegeben. Das Originalbild, dann haben wir hier so Sauna-Effekt. Da ist das halt alles so ein bisschen, sag ich mal, verschwommen und so. Neo, da ist es auch ein bisschen grünlicher. Sahara, da ist es also, ja, ich sag mal, das soll vielleicht so ein Wüsteneffekt sein, etc. Hier zum Beispiel Arctic, da ist das alles ein bisschen blauer. Passt gar nicht mal so verkehrt zu dem Bild dazu, weil ich denke, das Auto ist sowieso leicht bläulich. Und wenn man hier das Original mal anschaut, ist das alles ein bisschen gelblich. So und so kann man dann auch noch ein bisschen so die Kontraste rausarbeiten. Welcher Effekt mir sehr gut gefällt, beziehungsweise welcher Filter, ist einmal dieser Burlesque. Das ist dann so richtig schön, so, ja, ich sag mal so 60er Jahre irgendwie, kommt mir das so vor. Also farblich, aber doch irgendwie nicht farblich. Also hat was. Und Vanilla. Also Vanilla ist mein absoluter Lieblingsfilter hier, weil dann kommen die Kontraste richtig geil zur Geltung. Und wenn man auch die Filterintensität hier ein bisschen hochjagt, wird es immer dunkler oder halt weniger. Geil. Und jetzt tun wir das mal wieder auf 50. Und jetzt würde ich sagen, jetzt nehmen wir doch mal diesen Arctic-Filter. Gut, ja, man kann das Foto auch generell verbessern, indem man hier die Regler hochzieht. Aber viel sehen tut man ganz ehrlich gesagt nichts. Daher ist das jetzt für dieses Bild jetzt mal irrelevant. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das ist der Bereich Anpassen. Hier kann man die Lichtstärke anpassen. Also ob man es heller oder dunkler machen möchte. So finde ich es eigentlich gar nicht mal schlecht. Dann kann man entweder schwarz-weiß. Und wenn man jetzt zum Beispiel das in schwarz-weiß hat und den Filter jetzt Vanilla nimmt, ja, man merkt schon den Unterschied. Der Vanilla-Effekt ist deutlich dunkler. Und da muss man halt mit der Intensität halt da oder mit der Farbsetzung ein bisschen dazu basteln. Dann können wir hier im Bereich den Schärfebereich noch festlegen. Also man kann das auch Vollgas reintun, was bei dem Bild gar nicht mal so verkehrt ist. Oder man kann es auch leicht unscharf lassen, weil nämlich der Schärfebereich oder beziehungsweise dieser Schärferegler macht ja im Endeffekt nichts anderes als ein normaler Regler, also was für Schärfe zuständig ist. Der macht eigentlich, kann man sagen, die Kanten einfach bloß etwas, ja, wie kann man sagen, kontrastreicher oder hebt die Kanten etwas hervor. Und von der Seite her ist es natürlich, wirkt das Bild daraufhin auch schärfer. Also ich habe es jetzt gut auf 3/4 oder ja, fast 80%. Und so finde ich es gar nicht mal schlecht. Dann kann man noch eine Vignette einfügen, entweder im dunkleren Bereich oder auch im helleren Bereich, je nachdem, was man möchte. Ich schenke mir das jetzt heute mal. So, jetzt sind wir wieder auf 0. Roter Augeneffekt kann man hier auch machen, aber bei dem Bild mit dem Auto ist, glaube ich, rote Augen irgendwie irrelevant. So, jetzt sehen wir aber gerade, wenn wir jetzt hier ein bisschen ins Bild nice zoomen, hier sind ein paar Flecken auf der Scheibe und da ist die Fleckenkorrektur hier echt super. Die macht geniale Arbeit, indem man einfach da die groben Flecken, alle schafft sie jetzt auch nicht, sage ich jetzt mal, einfach bloß überstempelt. Und ja, das macht dann schon auch viel aus, gerade wenn man so ein bisschen genauer schaut und dann sieht man, oh, die Scheibe ist hier komplett dreckig. Wie gesagt, so kleinere Fleckchen oder so, die kriegt es wunderbar weg. Und wenn wir jetzt wieder zum Beispiel rauszoomen, dann fällt das gar nicht mehr so stark auf. Obwohl hier, doch, da, das fällt doch noch auf. Schauen wir mal, was wir dann noch alles wegkriegen. Alle kennt er zwar nicht, das muss man einfügen. Aber so, den größten Teil, damit kommt er ganz gut zurecht. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, wie es dann ausschaut. Wahrscheinlich ist der Besitzer vorher irgendwie mal durch den Regen gefahren oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich fand bloß das Auto cool. So, und jetzt drehen wir wieder raus. Und ja, es ist auf jeden Fall schon deutlich besser als vorher. Geil, dann kann man noch die Möglichkeit haben, wenn man sagt, gut, okay, das Bild so an sich gefällt mir sehr gut. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das bearbeitete Bild oder doch das Originalbild haben möchte. Dann kann man sich hier auswählen, entweder speichere ich. Dann speichere ich das bearbeitete Bild, also kann man sagen, das Originalbild wird ersetzt. Oder ich tue einfach bloß eine Kopie speichern. So, Kopie wird gespeichert. Jetzt hat es mir geöffnet und wir haben ja den Ordner im Desktop. Das ist der Fotoordner. Hier sieht man das Originalbild. So, das betitle ich jetzt ganz einfach mal mit Auto 2 und speichere mal. Gut,
Ja, jetzt können wir dann wieder rausgehen und dann schauen wir doch gleich mal in den Ordner. Hier sind also beide Bilder. Hier haben wir nochmal das Original und hier das Bearbeitete. Ist jetzt nicht der krasse Effekt, ist auch nicht so die große, sag ich jetzt mal, Offenbarung, was das betrifft. Ich denke mir einfach, für kleinere Bearbeitung, da reicht es. Und ja, warum auch nicht, wenn man auf die Schnelle was bearbeiten möchte. Wie ihr sehen könnt, mit ein paar ganz wenigen Klicks kann man auch wunderbar etwas machen. Und es ist wirklich sehr simpel. Es ist natürlich jetzt nicht so umfangreich wie Photoshop, GIMP oder wie auch immer die ganzen großen Programme heißen. Aber ich sag mal, für eine schnelle Bearbeitung, schneller Bild, sagen wir mal, schwarz-weiß machen, ein bisschen die Schärfen hochziehen, Vignette rüberziehen, habe ich ja alles erklärt in dem Video. Es reicht. Es reicht dicke. Und wenn man sowieso bloß, sag ich mal, für ein Titelbild für Facebook oder irgendwas machen möchte, dann ist das vollkommen ausreichend. Also das ist meine Meinung. Und natürlich tiefer in die Materie, da muss man definitiv auch tiefer in die Tasche greifen. Ja, das Abo zum Beispiel bei Photoshop, das kostet im Monat, ich glaube, 13 Euro. Ich habe zum Beispiel jetzt das große Glück gehabt, ich habe gerade so eine Aktion erwischt, wo ich nur 10 Euro zahle. Wenn man jetzt mal bedenkt, was Photoshop normalerweise kostet. Also damals, ich kann mir entsinnen, ich glaube, da warst du 1000 Euro warst du los für das Programm, nur für das Programm. Gut, und da musste ich natürlich noch reinfuchsen etc. mit YouTube, das gab es noch nicht so in der Form. Also ich rede jetzt so vor 10, 12 Jahren ungefähr. Klar gab es schon Koryphäen, die da was gemacht haben, die auch schon Bücher rausgebracht haben. Aber unterm Strich, das war alles nur Handarbeit. Heute schaust du nur, willst du irgendeinen Effekt haben oder einen Text einfügen, diesen, jenes. Und dann machst du halt ein Tutorial von YouTube an, ob es jetzt Englisch oder Deutsch ist, weil die Arbeitsschritte sind ja wunderbar bebildert. Und dann kannst du dir das weitaus schneller beibringen. Aber wie gesagt, das Programm hat damals 1000 Euro gekostet. Wenn ich jetzt 10 Euro jeden Monat zahle, dann brauche ich um die 8 Jahre, kann man sagen, um das Programm dann in Anführungszeichen abgezahlt zu haben. Also irgendwie wie so ein Ratenvertrag. Und wenn du es kündigen willst, dann kündige. Ich will jetzt keine Werbung für Photoshop alleine machen, aber es ist halt nun mal das Programm Nummer 1. Und damit kann man am meisten rausholen aus einem Bild. Das war also so mein kurzes Einstiegsvideo, sage ich mal, zur Bildbearbeitung. Also man könnte es auch nennen, Bildbearbeitung für jedermann. Nee, aber ich habe jetzt ganz bewusst mit dem Titel ein bisschen schocken wollen, weil viele jetzt vielleicht gedacht haben, was, er hört auf, oh, schade, wie auch immer. Aber nee, wie gesagt, mit wenigen Klicks und es ist ja schon im Programm mitgeliefert. Also warum soll man es auch nicht nutzen, wenn man nicht viel machen möchte. Und mein jedes Smartphone hat da ihre Filter und allen Schotter. Und da benutzt man es ja teilweise auch. Also warum soll man es nicht auch am PC bearbeiten, beziehungsweise benutzen? Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist jetzt heute mal ein bisschen, sag ich mal, eine andere Sparte, aber kommt jetzt mit rein. Ich werde immer wieder mal Videos über Bildbearbeitung mal mit reinflechten. Ich muss mich auch erst in die Materie reinfuchsen. Aber wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt es mir in die Kommentare, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Effekt etc. oder die eine oder andere Machart, mit der ich mich auseinandersetzen soll, die ich euch dann vorstellen kann. Ansonsten, wie gesagt, Daumen nach oben, schaut auch auf meine Facebook-Seite. Ich werde natürlich jetzt nicht jedes Bild bearbeiten, aber immer mehr, immer ein bisschen mehr. Und jo, ich wünsche euch nach wie vor, wie immer, gut Licht und bis nächste Woche, gell? Tschüss.